Hallo ihr Lieben, hier ist der Minotos und ich möchte euch heute erklären, was eine CCU-Kette ist und wofür diese Ketten gut sind. Dafür gehen wir auf die Ship-Upgrade-Seite und auf der Ship-Upgrade-Seite können wir Vehikel auf ein anderes Vehikel upgraden. Jetzt nehmen wir in diesem Fall zum Beispiel einfach mal die Aurora MR, die wir gerne upgraden wollen, auf zum Beispiel eine C8 Pisces Expedition. Dann ist dieses hier ein Upgrade und dieses Upgrade nennt man ein CCU. Eine CCU-Kette ist also nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Upgrades, also von CCUs. Wozu ist das Ganze gut? Ganz einfach, wenn ich jetzt beispielsweise ein Schiff haben möchte, wie die Arastra für 575 US-Dollar, mir der Preis aber zu hoch ist, dann habe ich die Möglichkeit, mir dieses Schiff einfach auf Dauer zu erwerben, indem ich auf zwei Optionen Upgrades warte. Diese Upgrades gibt es immer zu Events wie der Invictus Launch Week, der Alien Week oder der Intergalactic Aerospace. Oder aber, wenn ein Schiff ganz neu ins Verse gekommen ist, dann gibt es auch immer dieses Options-Upgrade. Dieses Options-Upgrade ist deswegen interessant, weil man damit Geld sparen kann. Und zwar könnt ihr entweder dieses hier unten dann wählen, das sind 125 US-Dollar, des Preises des Schiffes, die ihr dann aber auch mit Store Credits bezahlen könnt. Und wenn ich sage 125 US-Dollar, dann meine ich damit nicht, dass das Schiff 125 US-Dollar kostet, sondern es ist einfach nur der Wert, mit dem das Upgrade berechnet wird. Das heißt, ihr könnt von einem Nova dann ein Upgrade machen für zum Beispiel 5 Dollar, ja, also von 120 Dollar auf 125 Dollar. Und ihr könnt diese 5 Dollar, die das dann kostet, auch mit Store Credits bezahlen und müsstet dann keine Mehrwertsteuer bezahlen. Okay? Wenn man jetzt allerdings von dem Upgrade diese Variante wählt, die Warbond Edition, dann kostet diese 15 US-Dollar weniger. Das heißt, ihr spart 15 US-Dollar, müsst aber dieses Upgrade dann mit Echtgeld bezahlen. Der Vorteil ist, ihr müsst jetzt nicht runtergehen bis zu einem Nova Tank, sondern ihr könnt von einem Schiff upgraden, was billiger ist. Und das ist nämlich die Hawk. Die kostet in diesem Fall 100 US-Dollar und ihr könnt von diesem 100 US-Dollar auf dieses 125-Dollar Schiff upgraden für 11,07 €. Und das ist auch das, was ihr am Ende bezahlen müsst, denn ihr könnt in diesem Fall nicht mit Store Credits bezahlen. Ihr müsst Warbond Upgrades oder diese zwei Optionen Upgrades immer mit Echtgeld bezahlen und deswegen kommt die Mehrwertsteuer obendrauf. Wenn ihr jetzt zu einem Schiff wie der Arastra upgraden wollt, dann sollte man also mehrere dieser zwei Optionen Upgrades sich kaufen. Und zwar möglichst so, dass ihr euch eine Kette bilden könnt, wo ihr möglichst viele dieser zwei Optionen Upgrades drinnen habt. In diesem Fall haben wir hier zum Beispiel noch einmal den SAV. Hier gibt es auch nochmal 15 Euro Ersparnis. Und wir haben hier auch noch die A1. Und dort haben wir sogar 25 Euro Ersparnis. Das macht zusammengerechnet 55 Euro Ersparnis bis zur Arastra. Was nicht besonders viel ist, aber sind immerhin 55 US-Dollar. Und wenn ihr euch noch mehr Zeit lasst und zum Beispiel auf die Intergalactic Aerospace wartet, dort gibt es jeden Tag mehrere Zwei-Optionen-Upgrades. Dort könnt ihr euch sehr gut Ketten zusammenbauen und ich zeige euch jetzt ganz kurz mal eine Kette, die ich zum Beispiel zusammengebaut habe. Und zwar zur Galaxy. Und zwar ist diese Kette auch abgeschlossen und ihr seht, ich habe für die Galaxy 45% eingespart. Das heißt, ich habe 188,14 € eingespart. Ich habe also nur 232,41 € bezahlt, obwohl das Schiff eigentlich 420,55 € kostet. 420,55 €. Genau, dafür sind im Endeffekt diese CCU-Ketten da. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich kann nicht mehr reden und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder ja, was auch immer ihr da reinschreiben wollt. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein und schaut auf meinem Kanal bei Twitch vorbei. Bye, bye.